So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Wie wer schon gestern die Analysen gesehen hat, hat natürlich gemerkt, ich bin wieder da, zurück. Und ja, zunächst haben die Märkte bzw. der DAX ja, schön korrigiert, so wie, ja, wie das Wochenendvideo im Wochenendvideo erwähnt. Doch dann kam enormes Kaufinteresse auf. Und der DAX schoss hier auf ja, über 9.700 Punkte wieder. Als ich hier so ein Setup gebastelt habe, da war es 9:35 Uhr etwa. Sollte hier im 5-Minuten-Chart, war eben ein kurzfristiges Setup geplant. Aber es wurde ja dann hier ja, nicht ausgelöst, beziehungsweise ich habe es ja nicht eben vorgestellt, weil ich es eigentlich fürs Video zurückgehalten habe und. Ja, das Video stelle ich ja meistens oder komme ich jedenfalls, damit ich nicht mit dem Chris Kämmerer in Konflikt komme, eben erst ab 10 Uhr dann on. Hier war eigentlich eben angedacht, dass eben der DAX unter 9.620 bleibt und dann nochmal ein Tief macht. Was er jetzt hier vormittags gemacht hat, war eben ein komplettes hier ein Gap Close vom 7. April. Hier eine kleine Umkehrkerze im 5-Minuten-Chart und dann kann man das schon als Short Squeeze natürlich bezeichnen, vom Tief bis zum Hoch 200 Punkte. Nachrichtenbedingt gab es auch, habe ich jetzt keine besonderen Nachrichten auch gefunden zu der Zeit. Hier kann man vielleicht noch erwähnen, dann eben das. Die Japans Notenbank eben Bereitschaft zeigt, ja, zusätzliche Maßnahmen anzuwenden. Aber ich schaue nicht groß auf Nachrichten, aber hier habe ich dann trotzdem wirklich versucht zu recherchieren. Auf VWD habe ich auch keine Nachrichten gefunden, die jetzt wirklich so einen ja, Kaufdruck erzeugen könnten, so einen plötzlichen. Charttechnisch kann man es im Prinzip so, ja, erklären möglicherweise, dass hier halt nur das Gap Close. Jeder hat hier noch gehofft auf ein neues Tief, jedenfalls bis 9,5 etwa. Hier lag dann ein anderes Gap nochmal vor, ein früheriges. Und da der Markt eben das nicht getan hat, mussten eben sich auch die Shorties eindecken. Aber sonst wäre gesagt, wäre hier der Stopp eh relativ begrenzt gewesen mit 50, mit 40 Punkten. Im Tageschart hat sich im Prinzip noch nichts geändert. Hier wurde ja erwähnt, eben Richtung 9,4, dort hier Einstiegspunkte zu suchen und einen Ausbruch eben auf Tagesbasis über die 9.000. Das hat sich hier versteckt wieder über 9.800 Punkten, also aber auf jeden Fall einen Tagesschluss eben abwarten, dann wäre für mich das eben positiv. Jetzt hier dazwischen, gut unter dem EMA 38 noch, jetzt haben wir hier den EMA 10, EMA 38 fast erreicht, noch den Gap Kante erreicht oder unter oder beziehungsweise in die Mitte des Gaps. Deswegen ist jetzt hier auf Tagesbasis kein neuer Trade erstmal geplant, beziehungsweise nicht aktiv. S&P 500 Index wurde ja kein Future besprochen, sondern der Hauptindex und da ist natürlich noch nicht keine Bewegung drin. Die Futures haben allerdings eben die US-Futures sind natürlich auch in die Höhe geschossen, wo es keine Reaktion gab, also auch keine negativ in dem Sinne, ist erstmal alles bullish, ist Gold. Steht jetzt bei 1250. Das war ja noch das Setup vor meinem Urlaub. Sieht alles wirklich ja, sehr bullisch aus. Bei Silber ja, hat jetzt hier der ehemalige steile Aufwärtstrend wurde jetzt heute erreicht. Und eben auch, ja, kann man schon sagen, ein horizontaler Widerstand bzw. hier das Hoch vom
31.03. Aber hier war natürlich schon ein fieser Abverkauf am 4. April, 1. April und 4. April dann. Vorher wollte ich noch eben auf den US-Dollar schauen. Dann habe ich hier noch ein altes Setup gefunden, beziehungsweise halt eine Trade-Vorstellung, dass hier eine erste Bewegung zu Ende ist und die zweite hat dann in etwa auf der 161er Ausdehnung jetzt ein Hoch womöglich erreicht. Dieser Widerstand ist neu eingezeichnet, aber man sieht ja auch hier eindeutig über 1,14 gab es jeweils immer wieder Hochpunkte. Im Prinzip im Umkehrschluss und unter dieser Widerstandslinie kann sich der Trend jetzt hier, der übergeordnete Trend, eben fortsetzen. Allerdings habe ich jetzt hier auch noch kein neues spezielles Setup parat. Zu den anderen wichtigen Aktienindizes, der Nikkei, der ist hier leicht nach unten oder hat eben sich nicht in der Wolkenunterkante, konnte sich nicht halten. Hier gab es eigentlich eine kleine Umkehrkerze, die allerdings am Folgetag wurde nicht das Hoch rausgenommen, sondern direkt ein Tief. Und diese Kerzenkonstellation zeigt jetzt hier auf Kaufinteresse bei 15.500 Punkten. Also von hier aus kann sich jetzt der Index, oder sollte sich der Index schon rund 600 Punkte wieder nach oben bewegen bis zu der etwa bis zur Wolkenunterkante und die liegt bei 16.370. Der Hang Seng ist dagegen hier auf die erste Unterstützung zurückgekommen. Die zweite hat er nicht erreicht, also das Gap ist noch offen. Und von hier aus hat er jetzt hier zwei bullische Kerzen hingelegt und sollte jetzt halt hier auch, hat definitiv Potenzial bis rund 21.000 Punkte eben anzusteigen bis zu dieser Abwärtstrendlinie. Womöglich kann er hier auch noch den EMA 200 erreichen, also rund 21.600 Punkte. Ich werde jetzt mal noch nachher weiter die Märkte screenen, ob ich ein Intraday-Setup noch finde. Ich werde jetzt nicht weiter auf Abwärtsbewegungen pochen. Die Märkte haben gezeigt, sie wollen, oder beziehungsweise durch den Short-Squeeze ein bisschen nach oben, aber einen richtigen Ausbruch eben auf Tagesbasis, gerade beim DAX, ist eben noch nicht erfolgt. Das war's erstmal. Danke fürs Zuhören und ich melde mich ja nachher wieder. Danke.